Ach, ihr schon wieder. Ja, ganz toll. Ich will auch so ein Ding von den Paper Girls. Hab diese Aktion wahrscheinlich verpasst, weil ich die ganze Zeit mit Lernen beschäftigt war. Ich bin mittlerweile beim Thema Medienrecht angekommen. Man kann zu diesem Thema stundenlang diskutieren. Zu einem anderen Thema wurde vor kurzem im Nachtspeicher 23 diskutiert. Vertreter der Hamburger Off-Kulturszene luden zu einer Diskussionsrunde ein und Marco Wenzel wird im nächsten Beitrag seine Eindrücke dieses Abends schildern. Ich werde derweil mich um die Punkte Persönlichkeitsrechte und Urheberrecht kümmern und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Hamburg besitzt viele namhafte Orte des Kunstbetriebes. Aber auch abseits der großen Kultureinrichtungen lebt und arbeitet eine weniger kommerziell ausgerichtete Off-Szene. Man findet sie auf der Straße und an weniger prominenten Orten der Stadt. Auch die kleine Galerie Nachtspeicher 23 bietet Raum für Off-Kunst. Sie hat sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, den Austausch innerhalb der Szene als auch mit dem Publikum zu fördern. Ende November fand hier eine Diskussionsrunde zur Off-Kultur in Hamburg statt. Wir machen heute die Veranstaltung zusammen mit der Organisation Meine Freikarte, die sich an die Erstsemester richtet in Hamburg. Und da, durch diese Organisation können die Studenten frei, haben sie freien Eintritt in Museen und die großen Theater. Und wir dachten, es wäre schön, auch eine Sonderveranstaltung zu machen, bei der die Studenten auch die Off-Kultur kennenlernen und denen ein bisschen näher gebracht wird. Auch wenn wenige Studenten den eisigen Weg auf sich nahmen, setzten sich Vertreter der Szene und Zuschauer ausführlich mit dem Thema Off-Kunst auseinander. Als Gäste waren geladen Matthias Hederer, Künstler im Frappant, und Marc-Alexander Holz, unter anderem Herausgeber des Magazins Art Parcours, sowie die freien Künstler Pat Kramer und Katharina Kohl. Durch den Abend führten Charlotte Krome, SGAM, Gründungsmitglied, und Lena Oemsen vom Nachtspeicher 23 die Anreize für Diskussionen boten. Das sehen wir auch als eine unserer Aufgaben, dass man das eben bricht und dass man Kunst auch zugänglich macht, also dass Leute sich mit Ideen auseinandersetzen. Dann mache ich eben oft, also ich meine, was meinst du denn damit? Was heißt das? Einen schönen Satz gesagt, in dem Manifest schreiben sie, Kunst findet im Off statt, nur Off. Praxis ist überhaupt Kunst. Sie sind über 3-4 Häuser verteilt, von jedem Haus in eben 2 Ateliers, und man lässt sie lieber leer stehen. Und das ist natürlich auch gewollt. Ich meine, natürlich jetzt für Institutionen ist es vielleicht noch was anderes, jetzt für die Einzelkünstlerförderung. Aber da habe ich mich ja auch schon beworben, habe natürlich nichts gekriegt, und so wie schon bei vielen anderen Sachen. Und irgendwann, das macht dann schon auf Dauer auch ein bisschen zermürbend einen, würde ich sagen. Neben benötigten Arbeitsräumen und besseren Vernetzungsmöglichkeiten wurde auch über das Subvision Festival gesprochen. Die Veranstaltung präsentierte im vergangenen Jahr internationale Künstler der Off-Szene in der Hafen City und steht symptomatisch für die Schwierigkeiten dieses Kunstbereiches, sich zu definieren. Ja, dann in der Hafen City die Geschichte vor einigen Jahren, was es da für eine Diskussion gab, ne? Weil man in der Off-Szene den Anspruch dann geltend gemacht hat, dass die Idee quasi kopiert war und dann auch noch in der Hafen City, so, und dass das auf gar keinen Fall eine Off-Veranstaltung sei. Und eigentlich war das total interessant und es war unendlich schade, dass die Hamburger Off-Szene sich wegen der Hafen City und weil es angeblich ihre kopierte Idee ist, so dagegen gesträubt hat. Man hätte so viel Vernetzung schaffen können da. Irgendwie klar, Hafen City hin und her, aber ich fand es eigentlich gut, dass man es in der Hafen City macht und nicht an einem anderen Ort, der dann eben gentrifiziert werden könnte. Hafen City kann man nicht mehr gentrifizieren. Die Hamburger Off-Kultur konnte einen Einblick in ihre Welt geben und den Kunstinteressierten neugierig machen. Ich glaube, die Schwierigkeit der Kunst ist immer, dass die zeitgenössische Kunst schwerer wahrgenommen wird vom Großteil der Bevölkerung. Und da wir ja auf der Straße stehen und mit ganz normalen Leuten zu tun haben, von Kneipengänger bis Kunsthallendirektor, irgendwie sind alle da gewesen, ist es natürlich ja für manche doch ein bisschen schwierig, was wir da so haben. Und natürlich kriegen wir sehr häufig die Frage, und das soll kurz sein und so. Haben wir uns aber so angewöhnt, dass wir uns über diese Frage sehr freuen, weil wir natürlich denken, dass es überhaupt nicht beantwortet ist, was denn Kunst ist. Und je mehr man diese Frage stellt, umso mehr kann man dem näher kommen. Und deswegen sind genau diese Leute uns sehr lieb, die diese Frage stellen. Also ich würde mir hier wünschen in Hamburg, dass die Bevölkerung auch mehr Lust hat, einfach Kunst gucken zu gehen.
ne, zu Veranstaltungen geht, weil es gibt eigentlich ziemlich viele Künstler hier, auch viele gute Künstler, aber es kommen immer viel zu wenig Leute zu den Veranstaltungen. Die Stadt bietet also noch viel mehr als nur eine konventionelle Kunstmeile. Wer genau hinschaut, kann neue, ungewöhnliche Konzepte entdecken.